Hi zusammen, ich bin Anna vom Kanal Genau und ihr schaut gerade ein Video von Bionique. Also viel Spaß und lasst euch inspirieren. Heute gibt es ein Haul von mir und wundert euch nicht, warum ich eine Deutschlandflagge auf meiner Wange habe. Und zwar habe ich gerade das Deutschland gespielt. Oh, ich kann schon gar nicht mehr reden, weil ich so. Ich bin so. Ja, ich habe auf jeden Fall gerade das Deutschlandspiel geguckt und ihr wisst ja alle, wie es ausgegangen ist. Wir haben einfach mal 7-1 gewonnen. Das ist so mega krass. Ich hätte heulen können, weil ich mich so gefreut habe. Das war so heftig. Aber ja, gut. Also, ich wollte euch ein paar Sachen zeigen. Und zwar habe ich von dem Online-Shop Lookbook Store ein paar Sachen zugeschickt bekommen. Und ja, ich dachte mir, ich zeige euch die einfach mal. Und ich fange mal an mit diesem Bikini hier. Der ist so wunderschön. Ich wollte schon vor lange so ein Bikini mit so Fransen haben. Und ja, der ist super, super schön. Der hat dann hier eben so ein ganz normales Unterteil zum Zubinden. Ist hinten eben so. Ja. Der sitzt auch ganz gut. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte anfangs ein bisschen Bammel, dass es irgendwie nicht so gut passt. Aber der hat auch hier solche, wie nennt man das? Ihr wisst, was ich meine. Ich bin so aufgeregt. Ich kann überhaupt nicht mehr sprechen. Auf jeden Fall, ja, den finde ich super, super schön. Und jetzt kommen drei Paar Shorts. Einmal diese hier. Die sehen jetzt total riesig aus. Ich mache jetzt einfach mal so. Die haben hier auf der Rückseite eben solche Nieten. Auf der anderen Seite nicht. Und die sitzen halt auch ein bisschen höher und haben hier so, ich weiß jetzt nicht, inwiefern man da irgendwas sehen kann, sind eben hier so kaputt und unten eben ausgefranst. Ich verlinke natürlich alles nochmal unten in der Infobox, weil die Preise weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Und ja, dann habe ich noch eine Shorts, die finde ich auch so wunderschön. Und zwar ist es diese hier, die hat eben so wieder so Gänseblümchen oder Margareten. Und hier unten eben solche Bommel. Und die finde ich so, so schön. Ich wollte so gerne solche Shorts haben, die eben hier unten solche Bommels dran haben. Und die ist eben auch dann höher und schön locker um die Beine. Um die Beine? Um die Beine, ja, oder so ist das doch. Hat auch hier an der Seite solche Taschen. Und finde ich auch super, super schön. Und dann noch eine Shorts. Die ist doch so wunderschön. Die habe ich mich gleich verliebt, als ich die gesehen habe. Ich habe gedacht, oh mein Gott, die muss ich haben. Und die ist eben, ich weiß gar nicht, wie die halten soll. Die sitzt so nah an der Kamera. Auf jeden Fall hat die eben auch solche Bommel hier unten. Hat die Taschen. Ne, die hat keine Taschen. Aber die ist so, so wunderschön. Einfach mit einem weißen T-Shirt. Sieht die super, super schön aus. Und dann habe ich noch so ein Kleid, wenn man das so nennen kann. Das hat eben hier unten solche Fransen. Ist halt so ein bisschen hippie-mäßig. Ist auch durchsichtig. Da war auch so ein Unterkleid dabei. Aber das habe ich jetzt irgendwie verschludert. Und ja, hinten ist es eben so. Und es hat eben solche Hippie-Ärmel. Sieht auf jeden Fall total süß aus. Ich finde, es ist so ein perfektes Teil, was man auch einfach so über ein Bikini ziehen kann. Ich finde, das sieht irgendwie total hübsch aus und süß. Ist natürlich nicht extrem lang. Also, ja, kommt drauf an, wie. Also, wenn ihr jetzt noch größer seid als ich, dann kann man es auf jeden Fall nicht mehr als Kleid tragen, weil bei mir geht es eben gerade so noch über den Hintern drüber. Und angezogen sieht es auch wirklich super, super hübsch aus. Und ja, das waren auch schon die 5 Teile, die ich mir aussuchen durfte. Und ich wollte noch ein bisschen was zu dem Shop sagen oder allgemein zu China-Shops. Also ich muss sagen, die Sachen, die ich jetzt vom Lookbook Store habe, die haben wirklich alle eine sehr gute Qualität, jedenfalls für so China-Läden. Also ich würde so sagen, es ist H&M-Qualität. Auf jeden Fall. Da gucken auch keine Fäden raus oder irgendwas. Also sie sind echt ganz gut verarbeitet. Ich war echt überrascht, weil ich dachte, das ist eben wie bei jedem anderen China-Shop auch. Und ich muss sagen, viele China-Shops sind schon qualitativ sehr minderwertig. Und ich finde auch, die fühlen sich vom Material echt gut an. Aber es ist halt auch bei manchen Sachen schon etwas teurer als andere China-Shops.
Aber ja, mein Gott. Dafür fühlen sich die Sachen super gut an. Also bei mir ist auch nichts beim Zoll gelandet, glücklicherweise. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe Glück gehabt, bei mir ist noch nie irgendwas, was ich bestellt habe, beim Zoll gelandet. Und deswegen kann ich dazu nichts sagen. Es ging super, super schnell. Also ich glaube, eine Woche oder so. Dann waren die ganzen Sachen schon da oder höchstens 1,5 Wochen. Ich habe mich auch richtig gewundert, dass die Sachen so schnell da waren. Mich aber natürlich riesig gefreut, dass das Ganze so schnell ging. Und ja, was kann ich noch sagen? Also bei manchen Sachen würde ich vielleicht in anderen China-Shops oder auch bei eBay mal schauen, weil viele Sachen gibt es bei anderen Anbietern um einiges günstiger. Und ja, das war schon ein sehr, sehr kurzer Haul. Aber ich wollte euch die Sachen unbedingt zeigen, weil die haben mir wirklich alle super gut gefallen. Und ja, sonst bei China-Shops habe ich immer Teile, wo ich so denke, so irgendwie dachte ich, das sieht das anders aus, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Und da muss ich ehrlich sagen, war ich wirklich, wirklich zufrieden. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch das mal in einem extra Video ausnahmsweise. Und ja, das war's. Ich hoffe natürlich wie immer, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.